Auf dem Weg in die eisigen Gewässer der Arktis. Das Taucherteam des Norddeutschen Rundfunks startet zu einer Reise entlang rauer Küsten und kalter Fjorde. Wir machen uns auf die Suche nach Tauchplätzen, die noch kein Mensch vor uns gesehen hat. Es wird eine Expedition in die kaum erforschte arktische Unterwasserwelt. Die Reise führt entlang des Polarkreises, von Grönland bis in die Tiefe isländischer Fjorde. Meeresgebiete, die sich durch den Klimawandel rasend schnell verändern werden. Im Anflug auf die größte Insel der Welt. Fast das ganze Jahr über ist sie von Schnee und Eis bedeckt. Unser Ziel ist die Westküste Grönlands. Der Ausgangspunkt für unser Tauchabenteuer, Sisimiut. Der Polarwinter ist zu Ende und mit ihm die Zeit der Dunkelheit. Gut 4 Monate wird die Sonne jetzt nicht mehr untergehen. Die zweitgrößte Stadt in Grönland ist eher ein kleines Fischerdorf mit 5500 Menschen. Wie alle Städte und Dörfer Grönlands ist auch Sisimiut von der Außenwelt abgeschnitten. Straße in andere Orte gibt es nicht. Die gesamte Versorgung erfolgt per Flugzeug oder auf dem Wasserweg.